Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Kingdoms of Amalur Reckoning. Da ist wieder so ein komisches Huhn, das eher aussieht wie so ein halber Papagei, eine Mischung aus Huhn und keine Ahnung, was es ist, aber es sieht niedlich aus. Die Frau da hinten. Ja. Guck mal, sieht das nicht drollig aus? Die streitet sich mit einem unsichtbaren Gegner. Ja, vielleicht mit sich selbst, wer weiß. Na gut, wir haben hier einen Helden, der heißt Pepe. Das wundert uns jetzt aber. Ja. Pepe ist eine, ja, was ist er? Ach Gott, ich weiß nicht, was er ist. Er war mal irgendwie tot, aber da hieß er nicht Pepe. Da sah er auch nicht so aus. Also ich weiß auch nicht. Also jedenfalls wurde er von jemandem, von Hughes, aus dem Seelenquell oder mit Hilfe des Seelenquells von einer Leiche zu einem lebendigen Wesen wieder gemacht. Und na, was auch immer. Auf jeden Fall der Turm mit dem Seelenquell und Hughes sind nicht mehr vorhanden, sodass die einzige Person, die es jemals geschafft hat, auf diese Art und Weise wiedererweckt zu werden, ist wohl unser Pepe. Ja. So, und Pepe ist jetzt hier an diesem kleinen Ort. Wie heißt der eigentlich? Goldhart oder so ähnlich? Oder Gotthard? Gotthard. Genau. Er hat in der letzten Folge eine Wunderkiste bekommen, geschenkt bekommen. Ja, eine Sonderlieferung. Genau, da war Shepards Rüstung drin. Die ist ja jetzt nicht mehr drin, aber die kann er auch nicht tragen. Noch nicht jedenfalls. Da muss er ein bisschen was in Macht investieren. Ich habe aussortiert und das, was wir anhaben, sieht man hier und Shepards Sachen sind gar nicht so verlangen übel. Drei Macht. Also beim nächsten Level könntest du es vielleicht dann irgendwie ein bisschen was der auf Macht geben. Er braucht nämlich drei Macht. Mhm. Und ich habe einen Punkt in Macht. Das also ist zwei. Ein Punkt kriegt man auf alle Macht, Raffinesse und Zauberkraft am Anfang. Mhm. Und der braucht eben drei Macht mindestens. Dass die Blockeffizienz nutze ich ja eigentlich kaum. Mhm. Aber plus 10 Leben ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ja. Und dann hier plus 10 Rüstung für zwei Teile. Mhm. Ja, 0,1 Lebensregeneration. Mhm. Immerhin etwas bei dem bisschen Leben, was wir haben. Das ist schon gut. Ein Mana-Regeneration pro Sekunde, das ist schon ganz gut. Und dann 10% Elementarresistenz ist natürlich auch nicht. Halt, guck mal hier. Was denn? Berühmte Rüstung des legendären Shepard, des Kommandanten der Kriegsgeweihten nach Balegar. Wer war das denn? Keine Ahnung, vielleicht werden wir das noch rausfinden. Nun ja, auf jeden Fall wäre es gut, wenn wir die mal irgendwann tragen könnten. Ja. Weil also so ein der Set. Hat 10 Leben. Der Kyras hat Lebensregeneration. Mhm. Die Stulpen haben Volltrefferchance, also die haben alle ganz nette Eigenschaften. Aber nun ja, erst müssen wir ein Level weiterkommen. Mhm. Dann können wir drei Punkte in Macht vergeben. Mhm. So, und jetzt gehen wir einfach mal weiter. Gucken wir uns mal den neuen Ort an. Ah ja, jetzt hast du ihn erst entdeckt. Jo. Na gut. Ich muss M drücken. Gut. Gut. So, hier haben wir die Weltkarte. Jetzt ist das Tretet Tutorial. Einfach alle zurück. Der Dorfvogt kann nicht arbeiten, wenn ihr euch so zusammendrängt. Geht wieder euren eigenen Angelegenheiten nach. Na los! Tja, vielleicht sollten wir mal gucken, was da los ist. Ja. Du hast gesagt, mit Ausrufezeichen, das heißt, da gibt es einen Questgeber, ja? Ja. Fragezeichen heißt, da gibt es einen Quest ab, auf oder der Hut. Was heißt Fragezeichen? Dass man da einen Quest abgibt? Seid oder? Stets auf der Hut. Aha. Fragezeichen ist ein Auftraggeber, wo noch ein Auftrag offen ist. Alles klar. Okay. Was ist denn da los? Ewin Radgar? Geht weiter. Diese Angelegenheit betrifft euch nicht. Wenn ihr nicht zufällig ein ausgewiesener Experte für Feind seid, schlage ich vor, dass ihr euch auf den Weg macht. Ihr solltet euch nicht im Freien aufhalten, solange die Rote Legion in der Gegend ist. Oh. Jetzt erzähl mal, fragen müssen, was los.
Da liegt eine verwundete Maid rum. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das Tor von St. Odwig wurde geschlossen, nur wenige Augenblicke, bevor diese Feier auf der Straße aufgetaucht ist. Mir gefällt nicht, worauf das hindeutet. Es gefällt mir überhaupt nicht. Aha. Ach, nur weil die Tür aufgemacht haben, als die kam? Geschlossen wurde das. Das Tor von St. Odwig wurde geschlossen. So. Nur weil jemand die Tür zumacht? Wir wissen ja, wir haben ja keine Ahnung. Wir werden jetzt mal fragen. Erstmal gehen wir bis vor einem Tag oder so hatte ich noch nie einen von ihnen gesehen. Offenbar ist ein kleiner Trupp von Kriegern ins Landesinnere gezogen, um hinter unseren Linien zuzuschlagen. Ihr solltet den Geschichten Glauben schenken, mein Freund. Die Tuatha sind wahnsinnig. Sie wurden von irgendeiner dunklen Magie berührt. Sie sind völlig verdorben und sie sind der Feind. Okay, sie sagte was von der Roten Legion? Sie sind Banditen, wenn auch keine gewöhnlichen. Ihr habt doch bestimmt schon von Edward gehört, dem Roten Tod. Mm-mm. Es heißt, er trinke das Blut seiner Gefangenen und verzehre ihre Seelen. Aber vielleicht sind das auch alles nur Gerüchte. Solange ihr innerhalb des Dorfes bleibt, solltet ihr in Sicherheit sein. Wenn ihr aber die Grenzen Gorhards verlasst, liegt euer Leben nur noch in eurer Hand. So, St. Odwig. Das ist also eine Mission. Ja. Und die haben die Tür zugemacht, als die Feier kam. Die Brüder in St. Odwig sind sonderbare Leute. Sie huschen in der Mission herum wie Eichhörnchen auf der Suche nach Nüssen. Ich frage mich, was hinter diesen verschlossenen Türen vor sich geht. Können wir ja mal nachgucken und fragen. Ihr wollt wissen, was sie sind? Ich bin mir nicht sicher. Aber sie sind schon länger hier, als sich irgendeiner von uns vorstellen kann. Sie sind älter als die Bäume. Wie sollte es auch anders sein? Sie haben sie immerhin gepflanzt. Menschen und Unsterbliche können nicht in Frieden miteinander leben, zumindest nicht ewig. Der Friede zwischen uns und dem Hof des Sommers ist unnatürlich. Das ist meine Meinung. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht. Man könnte ihn eine Nation der Feien nennen. Eine von zwei vereinten Gruppierungen, die über ihre Art herrschen. Der Hof des Sommers ist nicht unbedingt ein Verbündeter, aber er lässt uns in Frieden. Zumindest meistens. Es sind die anderen Feien, der Hof des Winters, die gefürchteten Tuatha hervorbrachten. Einen Clan aus Mördern, der sämtliche Sterblichen unterwerfen und versklaven will. Ihr wollt mich zum Narren halten, was? Das hoffe ich zumindest. Schon seit 10 Jahren befinden sich die Sterblichen und die Tuatha in einer tödlichen Umarmung. Normalerweise würde ich dieses Blutvergießen verurteilen. Aber wir können es uns nicht leisten, diesen Krieg zu verlieren. Oh, mehr sagt sie nicht. Tja. Möge Mitaru uns gnädig sein. Wir sind genauso schlau wie vorher. Ja. Aber die ist es nicht, mit die mit dem Auftrag? Das ist nur ein Bürger. Da hinten. Mit ja, ja. Ja, guck mal. Ich glaube, die Fei wird wohl kaum mit uns reden. Nee, der Fei geht's wohl gar nicht gut. Oh. Die Zugehörigkeit zu einem Volk ist mir gleichgültig. Es ist immer tragisch, wenn jemand derart angefallen wird. Seht euch die arme Kreatur nur an. Sie wurde fast totgeprügelt. Die Feien mögen seltsam sein, aber so etwas haben sie mit Sicherheit nicht verdient. Ja, was ist denn hier passiert? Sie wurde anscheinend mit irgendeiner kurzen Klinge angegriffen. Wahrscheinlich mit einem Dolch, obwohl ich das unmöglich mit Sicherheit sagen kann. Die Leute standen einfach daneben, als sie um Hilfe gerufen hat. Keiner hat einen Finger gerührt. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist eine Schande, jemand anderen so zu behandeln, auch wenn er zu den Feien gehört. Allerdings. Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelänge. Ist ja echt schlimm, ja. Wir wollen natürlich helfen. Klar. Das ist schwer zu sagen. Wir wurden tagelang von der Roten Legion heimgesucht. Aber die greift die Feien normalerweise nicht an. Sie bevorzugt sterbliche Opfer. Falls ihr es noch nicht wisst, in den Wäldern im Westen wurden Tuatha gesichtet. Das wäre eine weitere Möglichkeit. Allerdings eine unwahrscheinliche.
Also zwei unwahrscheinliche Möglichkeiten. Na, können bleiben ja nur die Menschen. Also ja. Die hier aus Gorhard. Oder so. Ja. Nun, da seid ihr der Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, haben die Leute keine Kraft mehr und ignorieren lieber alles. Ich möchte einen Vorschlag machen, der etwas ungewöhnlich ist. Es gibt da eine Feie namens Eri. Sie verbringt ihre Tage auf dem Hügel über dem Dorf. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feie, wie man eine Feie heilt. Falls nicht, stehen wir wieder am Anfang. Okay. Können wir ja wieder mal durch. Immer aus. Genau. So. Ich weiß nicht, was die Tuata so weit vom Krieg entfernt wollen könnten. Es muss jedoch etwas sein, was für ihre Interessen von entscheidender Bedeutung ist. Ja. Aber sie sind eine teuflische Brut. Und ich bedauere jeden, der ihnen in diesen düsteren Wäldern über den Weg läuft. So, was erzählst du über die Rote Legion? Ich habe im Kristallkrieg und auch zu Hause schon viele Banditenclans gesehen. Aber diese Kerle sind anders. Sie mögen ihre Opfer schwach und blutig. Die Rote Legion ist nun schon seit mehreren Wochen hier in der Gegend aktiv. Unsere Leute haben Angst, sich nach Einbruch der Dunkelheit nach draußen zu wagen. Scheint besonders schlimm zu sein, ne? Ja. Unser Schicksal liegt in den Händen einiger weniger Auserwählter, die im Osten kämpfen. In Gorhard selbst bekommt man von dem Krieg nichts mit. Wir liegen meilenweit vom Rauch und von den Schreien entfernt. Der als Hof des Sommers bekannte Stamm besteht aus friedlichen Feien. Sie werden von einem König angeführt, der, verborgen vor den Augen Sterblicher, in einer weit entfernten Stadt regiert. Das ist alles, was ich weiß. Kaum mehr als Gerüchte und Geschichten aus meiner Kindheit. Erzähl mal was über dich. Wer bist du eigentlich? Ich bin der Dorfvogt von Gorhard. Und zwar ein ziemlich erbärmlicher. Ich kam erst vor einem halben Jahr aus dem Krieg zurück und bin seit nicht einmal 2 Monaten Dorfvogt. Und schon habe ich eine verletzte Feier auf meiner Türschwelle. Ich bin eine Schande. Tja. Wir werden mal sehen. Bis jetzt wissen wir noch nicht viel, ne? Wir bewahren einen brüchigen Frieden mit dem Hof des Sommers, der jedoch täglich auf die Probe gestellt wird. Ich liege nachts wach und mache mir Gedanken, welche Katastrophe mich wohl am nächsten Morgen erwartet. Aber wir sind eine Gemeinschaft guter Leute. Natürlich gibt es auch unter uns Eigenbrötler, aber wir arbeiten hart und führen ein friedvolles Leben. Etwas Besseres kann man dieser Tage einfach nicht tun. Ich habe einen Großteil meines Lebens im Umgang mit ihnen verbracht, aber sie sind nicht wie wir. Nicht in ihrem Innersten. Sie wissen nicht, was es heißt, ein Mann zu sein und seinen Schweiß zu vergießen, um seine Familie zu ernähren. Gorhard ist zu einer Art Zuflucht für all jene Siedler geworden, die ein Leben frei von den Feien führen wollen. Aber ich glaube nicht, dass es von Dauer sein wird. Nicht mit dem Krieg, nicht bei all diesen Veränderungen. So, ja, das hat sie verbringt ja ihre Tage auf dem Hügel gesagt. Über dem Dorf. Sie glaubt, wir sind uns ihrer Anwesenheit nicht bewusst, aber das sind wir sehr wohl. Na gut. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig im Dorf. Ja, siehste, jetzt hat er das Fragezeichen. Also sie scheint sowas wie eine Wache zu sein. Ja. Und er ist wohl naja, der Vogt, das was er sagt, er ist Dorfvogt. Gut. Ja, dann weiß ich nicht, du wolltest verkaufen, alle möglichen Sachen machen und wir wollten natürlich auf jeden Fall auch zu dieser Eri, oder? Ich bin aus dem Norden gekommen, ne? Hier ist ein Schmied, glaube ich, ne? Aha, da ist nix. Na, du komisches Huhn. Im Doppelpack. Sieht schon lustig aus, die Tiere hier. So. Bin ich von da oben gekommen? Nein. Da war doch... Was suchst du? Ich suche den Garten, wo ich hinter dem Garten die Kiste geholt habe.
Ich könnte vielleicht auch mal auf die Karte gucken. Ja, wo gehst du jetzt? Habe ich wieder raus aus dem Ort. Einiges vereinfachen. Ah, ich bin aus dem Süden dort gekommen. Ja, ja. Da ist das Haus. Okay, ich habe mich schon wieder eingenordet. Braucht ihr etwas? Ja, eine Wegbeschreibung. Ja, die wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, genau, hier, genau. Ja, jetzt. Da liegt die Feier. Hier ist der Garten, durch den ich gekommen bin. Hallo. Was seid ihr denn? Auch hallo. Ein Burger und noch ein Burger. Hallo. Okay. Gucken wir mal ein bisschen Kisten zerdeppern. Genau. Nix drin. Schade. Dann gehen wir hier mal gucken. Alchemie des goldenen Zeitalters. Ich kann mich nicht unterhalten. Herk mag keine Faulenzer. Hä? Herk mag keine Faulenzer? Herk ist der Dorfvogt. Ja. Hey, er hat auch wieder einen Auftrag. Hä? Ach, er war das. Ja. Es ist nicht meine Aufgabe, die Feien zu beschützen. Wie oft muss ich das Herk denn noch sagen? Seid ihr alle etwas voreingenommen? Sieht so aus. Also, Nanne Henry, war das nicht die Heilerin, die wir da gesehen haben? Oder hat die anders geheißen? Kann schon sein, die hieß auch irgendwas mit Nanne, oder? Ihr da! Ja. Ist euch übel? Juckt etwas? Ist er doch. Läuft euch Blut aus den Augen? Ja. Ich habe diese Symptome überall bemerkt. Nein, schlimmer kann es nicht werden. Wenn die Rote Legion damit zu tun hat, blicken wir möglicherweise alle dem Tod ins Gesicht. Was habe ich getan? Hä? Was hast Bitte, du getan? Bitte, welche? Wie? Was hast du denn getan? Warum sollst du was getan haben? Was für Symptome? Warum stellt ihr Fragen, deren Antworten ihr ohnehin nicht verstehen würdet? Eure Stärke liegt eindeutig nicht im Geist, sondern im Führen einer Waffe, wenn ihr es denn wissen müsst. Es wurde etwas Wertvolles gestohlen. Eine alchemistische Formel, die bei Freisetzung zu unsagbarer Vernichtung führen würde. Ich sehe ihre Symptome überall. Nur mein Schüler Kart und ich wussten von meiner Arbeit an der Formel, aber er ist ebenfalls verschwunden. So. Sehr verdächtig, ja? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen was über den... Ja, genau. Sein Name war Kart Hilfred. Eines Morgens fand ich ihn vor der Tür bei den Glutaugen. Ich war beeindruckt, wie gut er mit Pflanzen umgehen konnte. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wissbegierig war. Es war eine frühe Version, instabil und potenziell sehr gefährlich. Ich möchte eine Waffe entwickeln, mit der die Alpha gegen unseren gemeinsamen Feind die Tuatha vorgehen können. Mehr kann ich nicht sagen, sonst verrate ich meine Geheimnisse. Nur so viel. Es hat etwas mit Verletzungen, Kröpfen und jeder Menge Eiter zu tun. Klingt gar nicht gut. Das klingt gar nicht gut, nee. Na gut. So viel Entgegenkommen verdiene ich gar nicht nach allem, was ich getan habe. Wenn es in Odara zur Katastrophe kommt, ist es meine Schuld. Ich bin nicht sicher, wohin Kart gegangen ist. Aber ich weiß, dass er vor der Zeit bei mir in den alten Kammern von Agnur-Fahal gelebt hat, einer Erati-Ruine östlich von Gorhad. Sobald ihr Kart in Sicherheit gebracht habt, müsst ihr herausfinden, was mit meiner Formel geschehen ist. Und dann zerstört sie. Das ist unsere einzige Rettung. Tja, kann man nur hoffen, dass sie noch zu zerstören ist. Ja. Was hältst du denn von den Tuatha? Bestimmt nicht viel, hä? Sie sind die unsterblichen, verdorbenen Wurzeln. Ihre Existenz ist eine Abartigkeit. Alles in Amalur existiert aus einem bestimmten Grund, bis auf die Tuatha. Sie sollte es nicht geben. Aha. Sie sind Banditen. Unbarmherzig und gut organisiert. Die Rote Legion macht enorme Gewinne, indem sie Jagd auf die schutzlosen Allmeinsiedler macht, die nach Osten reisen. Früher hatten sich diese Verbrecher auf die Küste beschränkt, doch vor kurzem sind sie ins Landesinnere vorgedrungen, um dem Krieg aus dem Weg zu gehen. Und jetzt sind sie unser Problem. Tja, und erzähl mal was über dich. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Mein Name ist Nanne Henry und ich bin die ehemalige Oberalchemistin von Alistar. Aber ihr wisst vermutlich nicht einmal, was das ist, oder? Als mir die Schularen im Turm befahlen, das Gelände zu verlassen, habe ich hier Zuflucht gesucht. Die Allmeinen bleiben gerne unter sich und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Genau wie ich. Kart, das war doch ihr Lehrling. Ich fürchte um sein Leben. Kart besitzt eine Begabung, wie ich sie bislang nur bei wenigen gesehen habe.
Wenn ihn die Rote Legion in ihrer Gewalt hat, weiß niemand, was sie mit ihm anstellen wird. Ich habe mich jahrelang mit Alchemie, Heilung, Wahrsagen und Umwandlungen beschäftigt. Doch jetzt, wo uns dieser Krieg bedroht, erscheint mir das alles unwichtig. Nun verbringe ich meine schlaflosen Nächte damit, nach einer Formel zu suchen, die derartige Auseinandersetzungen für alle Zeiten beendet. Habt ihr ihn denn nicht gesehen? Den düsteren Turm im Westen? Klar, mein Gott. Vermeidet seine Schatten, wenn ihr könnt. Denn das, was in alles da vor sich geht, bedeutet für niemanden etwas Gutes. Und ich muss es wissen. Wir haben dich da ja schon gesehen, Mensch. Tja. Die Dorfbewohner denken, es würde dort spuken. Aber ich habe das Gefühl, das ist nur eine List der Roten Legion. Sie wollen diese Leute so lange einschüchtern, bis sie sich unterwerfen. Und es funktioniert. Tja, wo Kat ist, hat sie uns ja eigentlich schon... Ja. Ich habe schon viele Kämpfe erlebt, doch noch keinen, in dem das Schicksal so vieler auf dem Spiel stand. Es geht den Tuatha nicht einfach nur um den Sieg. Sie wollen die absolute Herrschaft und werden alles tun, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Okay, ja, wo Kat ist, hat sie uns Er ja hat immer von der Zeit gesagt. Erzählt, als er in den verlassenen Hallen von Agnor-Fahal, der Irati-Ruine, lebte. Man sagt, es soll dort spuken, aber die Leute sagen vieles. Okay. Ja. Ein weiterer Auftrag, aber das ist ja immer sehr wichtig, dass man Aufträge sammelt. Ja, also viel Geld haben wir nicht, aber wir können unseren Plunder verscherbeln. Ja. Den hatte ich ja schon aussortiert. Aha. Ja, sind wir immerhin schon viel reicher. Guck mal, großer Halbtank. 1300. Man kommt sich so reich vor. Alles verkauft und hab gerade 730. Ja. Lebt wohl. Okay. Ich kann mich nicht unterhalten. Herk mag keine Faulenzer. Na gut. Ja, so, wir sind den Trödel losgeworden. Dann wollten wir uns doch diese Höhle mal angucken. Mal sehen, ob wir da schon... Diese... weiterkommen oder nicht? Die war doch irgendwo hier hinten. Welche Höhle? Die Höhle, die wir gesehen haben, als wir hier hingelaufen auf dem Weg sind. Hierher, ja. Mal auf die Karte gucken. Die heißt irgendwie was mit Kerzen, Steinkerzenhöhle oder so ähnlich. Steinkerzenmine, ja. Kann man hier? Ja, man kann. Na, ach, kann man da hinreisen, wenn man sie entdeckt hat auch? Oder wie? Kann man da schnell reisen oder was? Ah ja, Mann, bist du toll. Nee. Kann nur... Ach so, Moment mal. Hier, Weltkarte... Ja, man muss über die Weltkarte. Ah, gut. Das gefällt mir natürlich sehr gut. So, mal ein bisschen speichern und dann gehen wir mal gucken, was es da drin so gibt. Ja. Das ist eine lustige Art zu laufen. Und wie kommst du da jetzt rein? Da läuft ja immer, steht immer auf der Stelle. Was macht er denn? Will er da nicht rein? Nur nicht schüchtern. Geht das nicht? Nee. Der will nicht, der hat Angst, ha? Dann musst du da rein, wenn das steht Steinkerzenmine. Guck mal. Muss es dann antippen vielleicht? Was ist das denn? Muss es vielleicht antippen? Ich kann. Nö. Vielleicht kommst du da noch nicht rein. Hä? Was machst du denn? Ja, ich muss zurück. Jetzt kann ich ihn erst wieder dirigieren. So. Achso, man läuft da einfach drauf zu. Ja. Oder läuft doch gar nicht da rein. Sag mal, ich bin zu blöd, oder? Ich kenne mich da nicht aus.
Ich würde auch nie sagen, dass du zu blöd bist. Da muss genau zielen. Aber man muss genau zielen. Weil ab einem bestimmten Punkt kann ich ihn nicht mehr steuern. Ich kann ihn nur laufen. Ach so, verstehe. Vorwärts, rückwärts. Ah, geht ja. Nur. Oder eben stehen bleiben. Na gut, wir haben es geschafft, wir sind reingekommen. Es hat eine Weile gedauert, aber wir sind drin. Ja. Hat ein paar Anläufe gekostet. Lähmungsspuren. Ah, ja. Okay. Schmetterlinge. Wir gehen mal gucken. Vorsichtig. Ah, tödliche Fallen. Ah. Siehst du das auch? Halte die Augen nach ihren Auslösemechanismen. Ja, ich sehe sie. Guck mal hier, so eine Bärenfalle. Ja. Da sollte man vielleicht mal aufpassen. Genau. Aber die Augen nur am Boden ist natürlich auch nicht ideal. Du kannst ja stehen bleiben, dann kannst du dich umgucken, dann kannst du die Augen wieder auf den Boden heften. Hier ist wieder so eine Falle. Siehst du sie? Links neben der Lore. Natürlich nicht. Aber ich gebe nicht auf. Nein, meinst du, irgendwann kannst du das? Irgendwann kannst du die sammeln? Krieg ich mal was. Weißt ja, wie das ist mit den blinden Hühnern und dem Korn. Kommt mir allerdings vor wie mit dem Eichhörnchen, das sich mühsam ernähren muss. So eine richtig verzauberte Welt hier irgendwie. Ja. Oh. Ein Kobold. Aua, macht der denn? Hey. Oh oh. Da sind noch so viele. Ich hoffe, du hast genug. Bist du gelähmt oder was? Du sahst so gelähmt aus. Aua. Die machen dich alle. Kannst du mal was trinken? So einen kleinen Trank. So. Heiltrank. Das könnte nicht schaden. Ja, das solltest du machen. Keine Lust, das alles nochmal zu machen. So, nochmal. Jetzt blöder Kobold. Ja. Hat ja lustige Ohren. Naja, du hast ja auch ganz schön lustige Ohren. Also. Ja, allerdings. Frage ist, welche Ohren sind schöner? Kam die hier direkt aus dem Boden gesprungen? Keine Ahnung. Hat so ausgesehen, ne? Das sah aus wie ein gemeiner Hinterhalt. Hast du auch gespeichert? Speicherst du ab und zu? Ja, ab und zu. Man, die Gespräche, die dauern immer ziemlich lange. Wenn man die alle nochmal durchführen muss, ist es blöd. Ja, ich habe gespeichert, bevor ich hier rein bin. Okay. Ja, die haben gar nichts mitgebracht. Kisten sehe ich hier auch keine. Hier scheint es nur Fallen zu geben. Mal auf die Karte gucken. Ah ja, Gebietskarte. Ich laufe natürlich schon wieder in die falsche Richtung. Läufst du ja nach draußen, oder wie? Ja. Also in die, ja. Da kommen wir ja her, Mensch. So, hier geht's weiter. Da ist ja die Tür noch zu. Wieder so ein blöder Kobold. Und die kommen ja selten allein. Achso, dann baut sich dieser lila Strich immer auf, diese lila Schicksals. Ja. Diese Schlangenlinie da. Mhm. Diese Schicksalsstrich oder was auch immer. Die haben alle nichts dabei. Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ja.
So, rechts, links, Karte gucken. Wir gehen erstmal hier runter. Mhm. Also rechts. Was ist das? Ja, ich würde sagen, wir machen dann auch mal Schluss. Ein Minen. Oh. Ja. Stärkender Hammer, trübe physisch. Ja, aber Hammer ist nicht unsere Kragenweite. Oh ja. Ist so langsam oder was, oder wie? Ja, der ist was für große, starke Krieger. Alles klar. Na gut, ja. machen wir mal Schluss. Machen wir Schluss. Okay. Okay, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.